Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo im Franchise-Modus. So gut Leute, das ist jetzt hier ein bisschen eskaliert in dieser Folge. Das war so gewesen, dass ich Livestream gemacht habe, ne? Und ich habe gesagt, jo Leute, ich werde jetzt einfach nur dekorieren. Also ich habe weitestgehend pausiert und keine neuen Tiere dazu geholt, werde noch pausieren. Und wir bauen jetzt einfach mal ein bisschen an dem Grizzly-Bär-Gehege weiter, beziehungsweise dieser ganze Berg, ne? Also auch oben drüber und so weiter, werde ich jetzt alles noch ein bisschen ausarbeiten. Und keine Ahnung, es ist dann wirklich ein bisschen derbe eskaliert und ich finde, dass es am Ende sehr gut aussieht. Es könnte halt sein, dass der eine oder andere dann sagt, es ist ein bisschen überladen oder so. Ich finde es aber auf jeden Fall besser als davor. Das geht jetzt ein paar Minuten, beziehungsweise kann es sein, dass es auch ein paar mehr Minuten geht. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, da ich das jetzt erstmal einspreche und später dann als Video bearbeite sozusagen. Wir werden uns aber auf jeden Fall in dieser Folge noch hören. Nur falls geht die Folge einfach ein bisschen länger. Und wir werden dann auch noch auf jeden Fall neue Tiere hinzufügen und so. Das machen wir auf jeden Fall alles. Aber erstmal bin ich sehr gespannt, was ihr zu dem Prozess sagt, wie sich das jetzt, dieser Schneeberg sozusagen, weiterentwickelt. Also, wir sehen uns dann gleich wieder, ne? Ab geht's. Machen wir es mal so, ja. Ist erstmal okay, hier unten müssen wir es theoretisch noch ein bisschen ausarbeiten. Der Grizzly. Oh! Huch! Stimmt noch, ah ja. Aber der Wasserfall sieht geil aus.
es jetzt erstmal aus. Ich mache mal eine kleine Führung mit euch. Das war ja hier ungefähr so das alte Grizzlybär-Gehege gewesen. Wobei auch hier habe ich noch ein bisschen überarbeitet, kann ich mal zeigen. Zum Beispiel, hier ist ja die Grizzlybärenhöhle. Wir haben jetzt leider aktuell nur noch einen Grizzlybär, aber ich werde da gleich noch einen zweiten dazu holen. Jo, dann hat der Gute die Möglichkeit hier drüber zu laufen. Das würde auch funktionieren. Dann kann er hier runterlaufen, ne? Das finde ich erstmal schon ganz schön. So, dann zusätzlich, hier der Wasserfall, den gab es ja schon davor. Und ich fand die Idee ganz cool, diesen See oder so auszubauen zu dem kleinen Bach. Und das geht jetzt sozusagen hier so lang. Dann hier unter den Stein durch. Dann geht es hier weiter. Im Stream wollten einfach ein paar Leute wissen, Beam, wie baut man Wasserfälle? Und darum habe ich einfach ein paar Wasserfälle gebaut und das auch gleich noch versucht, ein bisschen zu erklären. Drum geht jetzt das ganze Gewässer mit ins Löwengehege mit runter und verbindet sich sozusagen somit zu dem ganzen Gewässer, was wir hier noch haben. So, jo Leute, dann geht hier ein Weg nach oben. Das gefällt mir sogar echt gut, die Stelle, muss ich sagen. Es ist schön eingebunden auf jeden Fall. Es war halt wirklich hier super viel einfach nur Felsen gewesen. Beziehungsweise habe ich halt super viel mit Felsen gearbeitet. Das Problem aktuell ist auch einfach, es gibt keine Maltextur, die so aussieht wie diese Felsen ungefähr. Ich hoffe, dass man das in der Vollversion, dass es dann sowas gibt in der Richtung. Mal gucken. Auf jeden Fall, ja, geht hier ein Weg nach oben. Hier habe ich noch nichts gemacht jetzt großartig. Mir war es erstmal nur wichtig, dass hier ein Weg lang geht. Und hier habe ich schon ein Gehege vorbereitet, zumindest erstmal vom groben Aufbau, wo ich gerne dann gleich Tiere reinhauen würde. Da müssen wir noch gucken, das Gehege ist jetzt nicht so riesig, ne? Und ist jetzt auch noch nicht so großartig ausgearbeitet, aber grob steht es erstmal und wir könnten theoretisch wahrscheinlich Tiere reinhauen und gucken, ob das so geht. So Leute, dann geht der Weg hier weiter runter. Hier ist dann wieder eine kleine Brücke. Hier ist dann noch so ein kleiner Bachlauf, der hier so lang geht und dann in diesem Fluss mündet, den ich schon davor mal gebaut hatte. Joa, also ist jetzt wirklich schon sehr detailliert auf jeden Fall, da kann man nichts sagen. Also es gibt halt wirklich so ein paar Kamerapositionen, da sieht das halt teilweise echt schon ziemlich cool aus, also gerade wenn man sich das so von hier anguckt. Das Einzige, was man halt immer sagen könnte, ist, theoretisch sind die Wasserfälle echt nicht hoch, ne? Das sind vielleicht irgendwie so, was würden ihr schätzen, von da bis da? Ich denke, das sind vielleicht 5 Meter oder so, nee, das wird mehr sein. Wie groß sind die Menschen so groß? Gut, dann sind das ja so 10 Meter. Hier sind nochmal 10 Meter. Also worüber man auf jeden Fall meckern könnte, wäre halt, dass so abrupt, dass von hier, von diesem Biom in dieses Biom übergeht. Ja, aber das sind Sachen, das kann ich dann besser machen, wenn ich die Vollversion habe. So, wisst ihr? Ich bin ja immer noch dabei, mich hier weiter reinzufriemeln. Auch wenn es doof klingt, aber es ist noch so viel Platz nach oben, gerade was sowas angeht. Da gibt es halt wirklich Leute, die da noch 10-mal alles besser können. So, gut, ja, das war jetzt erstmal hier so eine kleine Führung gewesen, was ich da jetzt so gebaut habe in den letzten Stunden. So, ich habe jetzt nämlich schon 2 solche Bären geholt. Wie heißen die? Isabellbären oder so heißen die? Isabellbär, genau. Die sind jetzt nicht wirklich gut oder so. Es wurde aber nichts angeboten. Es wurde wirklich gar nichts angeboten. Das waren nur die von der KI angeboten wurden. Ich kann nur mal ganz kurz gucken, ob es mittlerweile einen besseren gibt. Ich glaube fast, dass der besser ist. Ich nehme den mal auf eben. Wir gucken mal eben Tierhandelszentrum. Also kein einziger Spieler bietet Isabellbären an. Was ist denn da los, ey? Okay, alles klar. Also der hier ist leicht besser, würde ich sagen. Aber wirklich nur ganz, ganz leicht. Den werde ich freilassen. Die 100 Punkte, Erhaltungspunkte, darauf kann ich jetzt auch mal verzichten. Das ist nicht ganz so wild. So, hier oben, das muss man natürlich noch alles machen. Die einzige Frage ist, will ich jetzt hier nur Mitarbeitergebäude bauen oder will ich das lassen? Ich finde es halt nur cool, wie das Gebiet halt wirklich komplett anders aussieht, wie der ganze Rest und so. Und ich habe jetzt auch schon im Stream so die Idee geäußert, wenn dann die Vollversion kommt, könnte man ja wirklich versuchen, so ein Zoo in den Alpen zu bauen, beziehungsweise wirklich ein Zoo im Tal und ringsherum wirklich ein richtiges Gebirge, so alpenmäßig. Weil das ist ja, ja, heruntergebrochen sind das vielleicht 200 Meter, die es nach oben geht. Ich kann das nicht einschätzen, vielleicht sogar weniger. Muss man mal gucken, alles. Ja, vielleicht wäre vielleicht eine coole Idee. Ich habe keine Ahnung dann der Vollversion. Müssen wir mal schauen. So Leute, ich mache jetzt hier erstmal schnell das Gehege, also die Barrieren. Und im Anschluss würde ich hier mal so einen Isabellbär reinhauen und gucken, ob der Platz ausreicht. Ansonsten muss ich nochmal kurz ein bisschen was ändern. Ah, das geht mir schon irgendwie hin. Jetzt bin ich nach unten. So, okay. Nice. So, weil, ja, keine Ahnung, ansonsten ist mir der Weg zu lang, weil wenn die erst von unten hier so hier hochlaufen müssen, das ist irgendwie absolut unnötig, finde ich. Machen wir mal so hier und jetzt ziehen wir es hier einfach gerade lang. Es ist mittlerweile immer so kleine Freezes, so, weiß ich nicht, alle paar Sekunden hin und wieder. Manchmal läuft es auch ganz gut, es kommt nur ein bisschen drauf an, was ich mache.
Ich hoffe, wie gesagt, die Performance wird irgendwann noch besser. Mal gucken. Also, jetzt in dem Durchlauf wahrscheinlich nicht mehr, aber bis zur Vollversion. Das wäre sehr, sehr angenehm. So, machen wir mal ein Handelszentrum, damit wir nicht allzu lange warten müssen, bis die da sind. So, und dann brauchen wir noch ein Tierpflegerhaus. So gut, alles da. Okay, und jetzt werde ich mich um die Barriere kümmern. Ich spule nochmal vor oder mache einen Cut oder so, je nachdem. Ne? Mach das jetzt nochmal schnell fertig. Was ich halt sehr, sehr cool fände eigentlich, wäre, wenn die Bären dann auch hier hochlaufen könnten. Und rein damit. So, jetzt bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Es fängt gleich an zu regnen, Leute. Alle Tieren in die Höhlen. Ab in die trockenen Höhlen, Leute. Allein deswegen freue ich mich dann auch auf ein gemäßigtes Biom, wo es auch mal schneien kann. Einfach weil man dann mal deutlich mehr Abwechslung hat. Hey, das ist dann aber natürlich auch viel anspruchsvoller, oder? Ich weiß nicht, wenn die Temperaturen dann plötzlich auf 10 Grad, Quatsch, auf minus 10 Grad gehen können oder so. Das wäre ziemlich übel. So, mein liebes Wurstpferd, wie wäre es, wenn du was isst? Aber es ist unterwegs. Ich hoffe, es schafft noch rechtzeitig, Nahrung zu sich zu nehmen. Wäre super, super toll. Ja, die Flusspferde freuen sich ja immer drüber, wenn es regnet, ne? Macht Sinn. Aber Löwen und so? Ah, wie cool. Die sich ja wirklich alle unterstellen. Richtig nice. Das ist super cool. Okay, das ist hier... Da ist ein Löwe, der gerne baden geht, wenn es regnet. Kann ich nachvollziehen. Ist auch cool. Ach du Scheiße, hier ist irgendwie auch ein bisschen mehr geworden, oder? Habe ich so das Gefühl. Tiere. Okay, wir haben 16 Springböcke, 4 Strauße und 7 Zebras. Okay, dann gucken wir dann in Ruhe gleich mal. So, Isabellbär wurde ins Gehege gebracht. Nach dem Freeze können wir uns das angucken. Jetzt bin ich jetzt super gespannt, ob die Größe ausreichend ist oder nicht. Auch ist der klein. So, Gelände. Woo! Okay, genau. Also genau geht's fast gar nicht. Super random einfach mal mehr oder weniger die richtige Größe erreicht. Ich würde wahrscheinlich trotzdem hier noch einen Aufgang dann bauen irgendwann, denke ich zumindest. So, ich guck mal eben, mal sehen, ob die irgendwie einen Fluchtort haben. Das wäre mal noch interessant. Nö, das sieht gut aus. Der Vorteil ist halt auch, dass die so winzig sind. Die sind ja wirklich super klein. Oh, die sind ja wirklich super süß klein. Voll die Teddybären. Sah es gerade aus wie eine Monstrosität. Die sind wirklich süß. So, alles klar, Leute, dann gucken wir mal. Die wollen richtig viel Schnee haben. Das ist kein Problem, dafür kann ich sorgen. Ah, richtig cool, Leute, richtig cool. Alles klar, ich mache nochmal ganz kurz Pause und werde mal eben alles hier auf Vordermann bringen. Jo, nice, okay, alles klar. Ich habe einfach hier vorne ein bisschen Erde noch weggemacht. Anscheinend ging das zu steil an dieser Stelle nach oben. So, okay, cool. Da würde ich nämlich Futterstelle und so dann hier oben hin machen. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Das wird gerade so gruselig bei dem Wetter. Es ist echt super abgefahren. So, als erstes muss ich das erstmal wieder weiß pinseln. Ich mache mal eben schnell. So. Nee, und zwar hat jemand geschrieben, diese Reibesäulen kann man ja theoretisch in den Baum reinbauen. Wisst ihr? Dann würde das so aussehen, als ob sich der Bär an einem Baum reibt. Was sie in echt ja machen. So. Also super Tipp von Rama gewesen. Hat mir Rama auf Discord geschrieben, dass ich das mal ausprobieren soll. Von daher würde ich jetzt hier einfach mal einen Baum drüber bauen und gucken, ob die das dann benutzen oder nicht. Der Stamm muss noch breit genug sein. Das sieht doch gut aus. Der Baum ist super. So, und jetzt müsste es ungefähr passen eigentlich. Auch wenn da jetzt ein paar Pflanzen sind, die sie nicht mögen, das ist aber nicht so schlimm. Die 6%, die machen es wirklich nicht fett. Das lange Gras kriege ich nicht weg, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Yo, wow, Alter, habt ihr das gesehen? Wie da die Piste hochgesprintet ist. Reibt das, oh, wenn das sich jetzt hier noch reibt, ist das ab jetzt mein Lieblingstier. Reib dich am Baum. Los, reib dich am Baum. Reib dich am Baum.
macht der denn? So, da kommt der Zoopfleger. Lalalala. Okay, also so richtig reiben will er sich gerade nicht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht Buggy, dass er sich reiben will, aber er kann nicht reiben, weil der Baum im Weg ist. Aber wie gesagt, mir hat halt jemand geschrieben, dass das... Oh, guck mal, das sind noch die ersten Zuschauer. Er hält ein Todestier. Oh je, unser Schneeleopard, der zweite ist gestorben, glaube ich. Ja, nur Schneeleoparden. Ich habe aber schon einen da, einen guten. Ich wollte noch einen zweiten guten holen, von einem anderen Geschlecht. Und dann muss man nochmal gucken, ob man da vielleicht doch mal ein Baby bekommt, wenn ich einfach nicht überall Schnee habe oder so. Also ich habe das Gefühl, dass der Baum... Ja, das sorgt ja für Probleme. Hm? Das ist ja vor allem den... Ich probiere nochmal so hier. Mal sehen, ob es jetzt geht. Ich habe das jetzt noch ein bisschen mehr an den Rand dran gebaut. Ja, voll cool, oder? Dass die hier langlaufen, fetzt mir. Jo, das ist schon deutlich freundlicher. Die müssen sie eigentlich auch trinken können, oder? Hoffe ich zumindest. Ernährungszustand, Versorgung, Flüssigkeit zu 100%. Also gehe ich davon aus, er hat eben was getrunken. Ach man. So, Leute, die Katas würde ich jetzt alle mal einpacken. Ich will ja sowieso aus dem Katergehege mache ich ein Tapirgehege. Weil da sowieso noch Buggy ist mit Klettertieren in offenen Gehegen, sobald die Klettermöglichkeit zu hoch ist. Und die Katas, für die würde ich dann extra ein großes Glasgebäude oder so bauen, wo dann auch die ganzen Zoobesucher rein können. Zumindest hatte ich ja so angekündigt, würde ich es jetzt auch so machen. Da habe ich mega Bock drauf, das auszuprobieren. Ich gehe mal eben zu Tiere und werde jetzt sämtliche Katas einpacken, die ich jetzt hier noch im Gehege habe. Wenn ich sie denn finde. Oh Mann, ja, so viele Tiere mittlerweile hier einfach mal. Kata, Kata, Kata. So viele sind das gar nicht mehr. So, zum Handelszentrum schicken, bitte. Jo, bitte. So, es ist das Gehege erstmal leer. Das ist wunderbar. Jetzt können wir nochmal ganz kurz gucken hier. Ach cool, jetzt schwimmen die sogar. Nice. Sehe ich das richtig, dass so ein Isabellbär einfach nur ein normaler Braunbär ist? Wahrscheinlich ist das so, ne? Ich wusste nicht, dass man die Isabellbär nennt. Also allgemein muss ich aber auch sagen, man lernt viel in dem Spiel über Tiere. Darum finde ich es fast schon ein bisschen schade, dass Krokodile nicht mehr irgendwie 10 oder 20 Krokodile pro Wurf rausknallen. Weil das ja offensichtlich eigentlich so ist, oder? Also zumindest nicht nur eins, sondern gleich wirklich viele auf einmal. So, das ist jetzt ein bisschen lieblos hier mit dem Essen. Ich hoffe, das füllt mal einer auf hier. Das würde mich sehr, sehr freuen. Springbock hat Nachwuchs zur Welt gebracht. Oh Mann. Hat immer ein bisschen was von Bambi, oder? So unähnlich sind die sich ja nicht. So cool. Wie sieht's denn eigentlich aus mit Zufriedenheit? Also Durst und Hunger ist der Balken etwas voller geworden. Aber das ist krass, ne? Ich habe ja so viele Läden. Gut, ich müsste die Mitarbeiter mal noch weiterbilden, auf jeden Fall. Hier ist auch gerade gar keiner, was ein bisschen wundert. Aber hier sind vielleicht, hier ist keiner drinnen zum Beispiel, das ist auch scheiße. Flusspferd ist trächtig. Oh nein, nicht noch weiter fortpflanzen. Ist jetzt langsam mal gut. Oh Mann. Wie sieht's denn mit Gelände aus? Gelände ist groß genug. Okay, alles klar. So, gut. Ich muss mal ganz kurz schauen hier, ob wir noch irgendwo aufräumen müssen. Haben wir wieder zu viele männliche Löwen zum Beispiel? Also wir haben auf jeden Fall sehr viele Löwen. Aber das ist ja nichts Neues. Ja, ist fleißig. Ich habe aber das Gefühl, dass es sich hier ganz wohl fühlt. Ich glaube, die mögen das hier. Auch wenn hier etwas zu viel langes Gras ist. Aber Braunbären wollen doch eigentlich nicht nur Schnee haben. Also ich glaube, Isabellbär und Braunbär ist doch nochmal ein Unterschied, oder? Ich weiß es nicht. Die sehen sich halt voll ähnlich, weil braunes Fell und so. Mal sehen, ob die jetzt Kinder bekommen, ey. Bin ich mal gespannt. So, ich denke, das reicht eigentlich schon. Den Rest wollte ich mit Stein machen. So, zur Breite hin. Oh, wir können den ruhig ein bisschen schräger machen. Das würde sogar ganz interessant aussehen. Okay, dann verschieben wir den noch ein bisschen. So, jetzt unten stört er auch nicht, ne? Und so hier. Ja, damit kann ich leben. Ja, die sieht jetzt nicht mehr ganz so viel. So, aber auf jeden Fall ist es jetzt für die Gäste deutlich sicherer. So, dann können wir jetzt hier mal noch eine Spendendose hinhauen.
Mach mal erstmal Mülleimer. Ich glaube, ich brauche ja allgemein noch sehr, sehr viele Mülleimer, oder? Kann man auch mal einen hinmachen? Hier ist schon einer. Hier sind auch welche. Wunderbar. Sieht es bei dem Weg nach oben aus? Hier muss ich auch noch welche machen. Also ich muss halt echt sagen, dieser Abschnitt so, also wenn man die Kamera so hält, ne? Gerade hier mit dieser Treppe, das gefällt mir. Das ist, das klingt jetzt doof, sich da selber zu loben und so, aber ich meine, ich, das gefällt mir ja trotzdem. Das würde optisch ganz okay passen, dieses Holzhaus. Was sind denn hier die Läden drin? Vorne nur? Ach, Ballons gibt's da auch, okay. Okay. So gut, Leute, jetzt müssen die Läden noch aufmachen. Ich glaube, die haben noch keinen Strom, oder? Die Strom? Brauchen die Strom? Keine Verkäufer ist das Problem. Okay, alles klar, nice. So, dann können die also jetzt hier auch trinken, wenn sie wollen. Ich würde vielleicht mal hier diese Werbung, weiß ich nicht, finde ich mal. Ohne gefällt mir das irgendwie besser, oder? Alles klar, Leute, guck mal, die benutzen das jetzt hier auch schon, das freut mich. Hier oben genauso, laufen auch schon die ersten hin. Das ist wunderbar. Und das Gehege hier wird auch gut angenommen. Sei es jetzt von den Gästen oder sei es jetzt von den Bären. Die hier planschen, ey, ich finde das großartig. Super gut. So gut, Leute, dann würde ich erstmal Schluss machen mit dieser Folge. Wir haben zwar jetzt nur ein Gehege gebaut. Ich kann wieder überhaupt nicht einschätzen, wie lange die Folge jetzt geht. Übrigens, ich hatte am Anfang schon gesagt, ne, das hatte ich ja alles hier im Stream gestaltet, ne? Das war eigentlich ganz entspannt gewesen, hatte ich ja 3 Stunden gestreamt, im Livestream, sind mit den Leuten im Chat gequatscht und ja, und da ist das irgendwie dabei entstanden. Ich werde auf jeden Fall Planet Zoo mehr streamen jetzt auch, aber spätestens dann auch zur Release von Planet Zoo werde ich dann auch sehr viel Planet Zoo streamen, zumindest habe ich das aktuell vor. Deswegen würde ich da mal kurz Werbung machen. Link ganz oben in der Videobeschreibung, kommt ihr auf meinen Streaming-Kanal. Könnt ihr einfach draufdrücken, könnt ihr folgen und also wenn ihr Lust habt, da mal live zuzugucken und so, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Ne? Und früher oder später werde ich da ziemlich aktiv auf Planet Zoo dann bringen dort. So, wollte ich mal kurz Werbung machen dafür. Aber ich meine, hey, das ist alles dann irgendwie dabei entstanden jetzt, auch wenn ich jetzt gerade hier noch ein bisschen weiter ausgearbeitet habe. Finde ich ganz nice. Gefällt mir erstmal ganz gut. So, nächste Folge. Ich werde sofort anfangen, nächste Folge hier erstmal Tapirs reinhauen. Und ich werde wahrscheinlich ein paar Ausweichwege bauen. Also ich, den Weg hatte ich ja geplant, den hier so lang und dann hier mit zu verknüpfen und so. Dass nicht alles hier ist, ey. Das ist total übel. Das ist wirklich total übel. Wir haben mittlerweile 5800 Gäste und ich habe wirklich fucking hohe Ticketpreise. Also richtig hohe Ticketpreise habe ich. Ich verlange irgendwie $90 oder so. Würde ich das runter machen auf 10 oder 20, dann würde ich gar nicht wissen, wie viele Leute hier wären. Keine Ahnung. Denkt bitte an den Daumen, Leute. Ist immer guter Support auf jeden Fall, der wirklich, wirklich, wirklich weiterhilft. Sei es jetzt wegen YouTube-Algorithmus und es ist auch eine gute Motivation. Wenn ich da irgendwie sehe, dass da mehrere tausend Likes rausgeknallt werden, dann freut mich das natürlich. Das ist halt, da merke ich, okay, den Leuten gefällt das, was ich hier mache. Macht ja irgendwie auch Sinn, ne? Bis zur nächsten Folge dann. Macht's gut, ne? Tschüssi!